Hallo und herzlich willkommen beim ersten Video über die wunderbare Welt der Comics. In diesen kurzen Videos möchte ich euch jeweils ein bisschen was über die Geschichte der Comics erzählen, beziehungsweise über faszinierende Fakten und Dinge, die man vielleicht nicht so sehr weiß. Wenn man das Wort Comics hört, denkt man heute immer noch an etwas eher Neues, etwas Modernes, egal ob es um lustige Comics geht oder um künstlerisch wertvolle. Tatsächlich ist es aber so, dass die heutige Form der Comics, wie wir sie eben jetzt kennen, mit Sprechblasen und mit Actionlines und mit Soundworten und so weiter, eigentlich auch schon über 120 Jahre alt ist. Und wenn man sich diese verschiedenen Elemente genauer anschaut, dann ist das Medium der Comics sogar noch wesentlich älter. Also man findet die Einzelteile vor 100 Jahren, vor 200 Jahren und sogar schon im Mittelalter. Und manche Sachen findet man sogar schon vor Tausenden von Jahren. Also ein Beispiel wären die alten Ägypter. Da gibt es natürlich die Hieroglyphen und die bekannten Darstellungen von Gottheiten oder vom Pharao und Text rundherum. Der Text ist meistens eine Beschreibung von dem, was passiert, aber manchmal sind es auch Dialoge. Also es gibt zum Beispiel im Allerheiligsten von manchen Tempeln eine Darstellung, wo man sieht, wie der Pharao jeden Morgen den obersten Gott, also den Sonnengott, begrüßt. Und man sieht auch genau, was dabei rituell passiert, in Bild für Bild hintereinander. Und dabei stehen die Texte, die sie rituell sprechen. Also genauso, wie man sich ein Comic vorstellt. Und solche Darstellungen von Bildern mit Texten in erzählender Kombination gibt es dann durch die Jahrhunderte immer wieder. So gibt es etwa eine Bilderbibel aus dem ersten Jahrtausend nach Christus, wo man die handelnden Personen mehrmals hintereinander auf den Bildern sieht und eben auch Texte dazu, also eine richtige Abfolge von Geschichten. Im Mittelalter gibt es überhaupt viele Beispiele. Es gibt den berühmten Teppich von Bayeux, der die Eroberung Englands durch Franzosen zeigt, mit Ritterheeren, die da vorbeieilen, mit Kämpfern und auch mit Texten, die das genau beschreiben und teilweise auch mit dem, was diese Personen auf den Bildern da sagen. In dem Fall ist es halt gewoben auf einem Teppich, aber es ist trotzdem eine Bildergeschichte. Andere Beispiele sind in Kirchen zu finden. Da gibt es eine bulgarische Kirche, wo viele Geschichten aus der Bibel in Wort und Bild dargestellt sind, aber eben in mehreren Bildern hintereinander. Es gibt Darstellungen von Engeln mit Spruchfahnen. Manchmal sind diese Spruchfahnen, also Vorformen der Sprechblasen, so gestaltet, dass man darauf liest, wer gerade zu sehen ist. Aber manchmal ist es auch tatsächlich Text, den diese Personen sagen. Also die Engeln, die etwa Gottlob preisen und dabei Hosianna rufen. Und so vor 300 Jahren fängt es dann ernsthaft an mit Karikaturen, etwa in England, wo eben auch mehrere Personen drauf zu sehen sind und auch schon Wölkchen, richtige Sprechblasen, manchmal sind es Tabakwolken, auf denen halt drauf steht, was die Personen sagen und eben das Ganze als kritische Karikatur. Das wurde dann schon gedruckt und damit sind wir dann auch schon in den 1800er Jahren, weil da kommen diese ganzen Elemente richtig zusammen. Also Spruchfahnen gab es eben vorher schon, etwa in England. Im Buch der Märtyrer, da sieht man auch immer wieder Personen, die im Bild etwas sagen. Und alle diese Elemente finden sich dann eben in den 1800ern in verschiedenen Formen. Es gibt natürlich die Sachen von Wilhelm Busch, davor gab es auch schon was von Rudolf Töpfer, einem Schweizer. Und in diesen Bildgeschichten kommt nun endgültig Bild und Text in einer Einheit zusammen. Und zwar genauso, wie wir uns das heute vorstellen oder wie wir das heute kennen. Also Abfolge von Bildgeschichten, von Bildern, die eine Geschichte erzählen und auch sogar schon Soundworte. Also beim Busch stehen die Soundworte drunter. Da steht zum Beispiel Rums, da geht die Pfeife los. Und im Bild sieht man eine Pfeife, die explodiert mit ganz vielen Speedlines. Das gilt noch nicht de facto als Comic, wie wir es heute vorstellen, aber es ist schon fast genau dort. Und das sind auch die unmittelbaren Vorgänger der tatsächlich ersten Comics, die dann so in 1890er Jahren in den USA in Zeitungen entstanden.
Und über diese allerersten Comics erzähle ich euch ein andermal was. Nur so als Stichwort zu merken: The Yellow Kid und Hans und Fritz, die Katzenjammer-Kids. Also dann, bis zum nächsten Mal.